Hey, schön, dass du rein. Das ist sie, die neueste Ausgabe SRF Kinder News. Und über diese Themen reden wir heute. Das Coronavirus beschäftigt uns auch in dieser Ausgabe. Jeden Tag stecken sich Menschen an mit dem Virus in der Schweiz. Ganz anders sieht es in dieser chinesischen Stadt aus, wo wahrscheinlich Ende letzten Jahr die ersten Corona-Fälle aufgetaucht sind. Lesen und schreiben, das kann doch jeder und jede, oder? Leider nicht. Auf der ganzen Welt können über 750 Millionen Leute nicht lesen und schreiben. Und um auf das aufmerksam zu machen, gibt es im September einen ganz speziellen Tag. Und die heißesten Tage des Jahres sind zwar durch, auf der Welt wird es aber immer wärmer. Das ist auch ein riesiges Problem für den berühmten Aletschgletscher im Wallis. Der schrumpft immer mehr und das sind wir mal für dich anschauen. Das alles gibt es jetzt in den SRF Kinder News. Die Maske hier, die gehört für ganz viele von uns zum Leben dazu. Vielleicht auch bei dir. Wenn du 12 oder älter bist, dann darfst du nicht ohne Maske Zug oder Bus fahren. Und in ganz vielen Kantonen muss man auch zum Posten eine Maske anlegen. Warum das wahrscheinlich noch länger so bleibt bei uns in der Schweiz und in welchem Land die Leute ohne Maske Party machen, das siehst du jetzt. Die Gesichtsmaske wird wohl nicht so schnell aus deinem Alltag verschwinden, denn die Schweiz hat das Coronavirus definitiv noch nicht überstanden. Das sieht man, wenn man die Zahlen anschaut, die das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht. Dort steht, wie viele Leute jede Woche positiv auf das Coronavirus getestet werden. Seit etwa 3 Monaten steigen diese Zahlen wieder an und das heißt, es werden wieder mehr Ansteckungen gemessen. Auch wenn sich das Virus im Moment wieder stärker ausbreitet, ist die Lage nicht so schlimm wie im März oder im April. Einerseits werden jetzt mehr Corona-Tests durchgeführt als im Frühling. Das bedeutet, wenn nun mehr Leute getestet werden, werden auch mehr Ansteckungen entdeckt. Andererseits stecken sich im Moment vor allem jüngere Menschen mit dem Virus an, zum Beispiel bei Freunden oder bei der Arbeit. Zum Glück ist das Virus für die Jüngeren in der Regel weniger gefährlich als für ältere Leute. Im Herbst könnte sich die Lage ändern. Denn wenn es kälter wird, verbringst du wieder mehr Zeit in geschlossenen und weniger gut gelüfteten Räumen. Das könnte dazu führen, dass sich dann mehr Menschen anstecken. Ganz anders sieht es hingegen in Wuhan aus. In dieser Großstadt in China brach das Coronavirus letzten Winter vermutlich als erstes aus. Mittlerweile scheint es, als hätte die Stadt den Kampf gegen das Virus gewonnen. In den letzten 3 Monaten gab es keine einzige Neuansteckung. Das behaupten jedenfalls die Behörden. Kein Wunder fand dort eine riesige Poolparty mit Tausenden von Menschen statt. Ganz ohne Sicherheitsabstand und Gesichtsmasken. Eine Rückkehr zur Normalität. Das wünschst du dir bestimmt auch hier in der Schweiz. Aber vorerst musst du dich noch ein klein wenig gedulden. Und es gilt natürlich auch weiterhin, um euch zu schützen, Hände waschen, Abstand zu anderen Leuten. Und wenn das nicht geht, Masken an. Lesen und Schreiben, das ist etwas vom Ersten, was wir lernen hier bei uns in der Schule, oder? Es gibt aber Millionen von Leuten auf der Welt, die weder lesen können, noch schreiben können. Und um auf genau das aufmerksam zu machen, gibt es jedes Jahr am 8. September den Welttag der Alphabetisierung. Wer nämlich nicht lesen und nicht schreiben kann, hat mit ein paar Problemen zu kämpfen im Leben. Und welche das können sein, das siehst du jetzt am Beispiel von Matthias. Das ist Matthias. Er ist 42 Jahre alt und Analphabet. Er hat große Probleme mit dem Lesen und Schreiben. In einer Speisekarte im Restaurant kann er zum Beispiel nur sehr einfache Wörter erkennen. Meist schaut er dann, was die anderen Gäste essen und bestellt für sich das Gleiche. Auch wenn er Textnachrichten auf dem Smartphone bekommt, kann er sie oft nicht verstehen. Zurückschreiben ist auch schwierig. Darum hat er seinen Freunden erzählt, dass er Probleme mit den Augen hat und sie ihm lieber nur Sprachnachrichten schicken sollen. Sogar bei seiner Arbeit weiß es niemand und Matthias lässt sich ständig Ausreden einfallen. Zum Beispiel, dass er seine Lesebrille vergessen hat. Matthias schämt sich sehr dafür, dass er schlecht lesen und schreiben kann. Dabei geht es vielen Menschen ähnlich. Man schätzt, dass es in der Schweiz mehrere 100.000 Erwachsene sind.
Diese Menschen gehören zu den Analphabeten, genauer gesagt zu den Illettristen. Illettristen sind Menschen, die eigentlich gelernt haben zu lesen und zu schreiben, es aber nicht so gut können. Es gibt aber auch Menschen, die überhaupt nicht lesen und schreiben können, zum Beispiel, weil sie als Kind nicht in die Schule gehen konnten. In der Schweiz gibt es das kaum noch, dafür aber in manchen Entwicklungsländern. Für Illettrismus gibt es verschiedene Gründe. Als Matthias zur Schule ging, waren sehr viele Kinder in seiner Klasse und der Lehrer hat deshalb nicht bemerkt, dass er sich beim Lesen und Schreiben nur durchgemogelt hat. Als er von der Schule ging, konnte er dann nicht richtig lesen und schreiben. Ganz gleich, was die Gründe sind, fest steht, niemandem sollte es peinlich sein, Probleme mit dem Lesen und Schreiben zu haben. Und es ist nie zu spät, es noch zu lernen. Auch Matthias hat sich getraut. Er besucht seit einigen Wochen einen Kurs und lernt nun besser lesen und schreiben. Der Matthias kann also schon gleich schreiben und lesen. Und wir haben von dir darum wissen, welches ist dein Lieblingsbuch? Hallo, ich bin der Linus. Mein Lieblingsbuch ist «Woodwalkers». Es geht um Menschen, die sich in ein bestimmtes Tier verwandeln können. Und ich lese es momentan am liebsten bei mir zu Hause auf dem Sofa oder in meinem Lesesessel. Hallo, ich bin Anja und das hier sind meine drei Lieblingsbücher. Das ist «Hintenherz-Trilogie» und sie sind mega, mega spannend und mega cool. Mein Lieblingsbuch ist «Insel der Nyx». Es ist sehr spannend, weil es ist über griechische Mythologie und ich würde sehr gerne selber mal ein Buch schreiben. Über 30 Grad wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Haben wir aber ein paar Mal gehabt, diesen Sommer. Und da kommen nicht nur du und ich ins Schwitzen. Diese Hitze die macht auch unseren Gletscher zu arbeiten. Was die Temperaturen mit dem berühmtesten Schweizer Gletscher machen, das sind wir für dich anschauen. Der Aletschgletscher im Wallis ist der längste und mächtigste Gletscher der Alpen. Unmengen an Eis, die sich langsam Richtung Tal bewegen. Doch dem Aletschgletscher geht es nicht gut. Wie viele andere Gletscher hat auch er zu warm und schmilzt. Laudo Albrecht beobachtet schon seit Jahrzehnten, wie der Aletschgletscher immer weiter zurückgeht. Und er macht sich Sorgen. Also wenn man die Geschichte der Gletscher allgemein anschaut, dann ist es so, die sind immer mal wieder vorgestoßen und sind zurückgegangen. Nur was wir im Moment beobachten, was speziell ist, ist eben die Geschwindigkeit von der Abschmelzung. Das heisst, es wird immer schneller und schneller. Und das, die Geschwindigkeit von der Abschmelzung, ist eigentlich der Hinweis auf die Klimaerwärmung. Unser Klima erwärmt sich also. Und wir Menschen mit unseren Fabriken, Autos und Flugzeugen sind mitverantwortlich dafür, dass es sich dermaßen schnell erwärmt. Und je wärmer es wird, desto schneller schmelzen unsere Gletscher. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in der letzten Woche für mich ein völlig neues Phänomen gesehen, wenn wir da unten an die roten Felsen sind, ganz rechts jetzt eine Art ein Hügel, der war letztes Jahr noch nicht da gewesen. Wie schnell der Aletschgletscher schmilzt, sieht man sehr deutlich, wenn man sich alte Fotos anschaut. So sah der Gletscher vor etwa 100 Jahren aus. Heute ist die Eisschicht hingegen einiges dünner. Forscherinnen und Forscher glauben, dass der Aletschgletscher bis in 80 Jahren fast ganz verschwunden sein wird. Wenn du jeden Tag praktisch mit dem Gletscher zu tun hast, oder? Dann wird das so eine Art fast wie ein Freund. Wenn ich sehe, wie viel von dem Freund jedes Jahr wegschmilzen tut, ist das schon auch ein relatives Herzerlebnis. Und das wäre sie gewesen, die neueste Ausgabe SRF Kindernews. Mich würde sehr freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal abonnieren würdest, SRF Kids. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.